Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zum neuen Angespielt von Fruit Ninja 2. Wir werden vom Sensei im Fruit Ninja Tempel begrüßt. Wie lautet unser Name? Unser Name lautet Daki. Das ist ein toller Name, ich weiß. Ist ja auch meiner. Und er gibt uns erstmal eine Klinge, und zwar eine Standardklinge. Wir sind scheinbar noch nichts Besonderes. Arcade, Punktherausforderung. Wir müssen Früchte schneiden. Wir haben Fruit Ninja 1, glaube ich, auch schon an... Oder Fruit Ninja schon angespielt. Irgendwann kommen natürlich auch noch Dinge dazu, die wir nicht schneiden dürfen. Verfaultes Obst zum Beispiel. Macht natürlich auf dem Handy ist es deutlich sinnvoller, weil du da besser swipen kannst. Statt hier für mich mit Maus am PC. PC. Na, da war zum Beispiel schon das erste. Eine Bombe. Und die hat uns 10 Punkte geklaut. Frostig. Frost bedeutet etwas langsamer. Eine habe ich leider gerade übersehen, eine Frucht. Ding, 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 ding. Doppelte Punkte und frostig. Achso, Frost bedeutet Zeit eingefroren, verstehe. Oh mein Gott, so viele Koppels! Zeit abgelaufen. 510 Punkte. Gibt es dafür irgendwas? Bam! Punkte. Bling! Bling! Und 621 Punkte. Mensch, hier werden ja mit Punkten überschüttet. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Spiel gibt's kostenlos im Play Store. Früchtefakt. Bananen enthalten viele B-Vitamine, die zur Beruhigung des Nervensystems beitragen. Deswegen auch B-Anane. Na? Okay, müssen wir das Event spielen? Müssen wir nicht? Können wir auch ein normales Spiel spielen? Arsenal. Kriegen wir eine bessere Waffe, die uns wahrscheinlich mehr Punkte gibt, oder? Eine Kumi oder ein Koya? Okay, Klingen. Ich möchte gerne eine neue Klinge haben. Kritische Chance, kritischer Bonus, Max Blitz, Blitzbonus, Power-Up-Bonus. Durch Events freischalten. Boah, die sehen aber alle geil aus, ne? Gibt's natürlich für uns nicht, muss man zahlen wahrscheinlich. Belohnungen mit Werbung, lass mal. Wir können... Hier, Quests. Der Früchte-Kombo. Und Saisonal-Quest, zerschneide 100 Früchte. Zerschneide 1000 Früchte. Das heißt, ich kann nur Events spielen, oder wie? Gibt's keine normalen Matches? Scheinbar nicht. Event startet in 6 Minuten. Na, dann kriegen wir das doch hin. Na, los geht's. Schnibbeln wir und schnabbeln ein bisschen die Früchte. 621er Rekord werde ich vermutlich nicht knacken. Nicht ohne neue Waffe. Achso, man kann die mehrfach... Ne, kann man nicht. Ich dachte, man kann die mehrfach schnibbeln. Aber das geht nicht. Nur aufpassen, wenn ihr bei mir so rumrast. Genau, da ist nämlich die Bombe gewesen. Und das resettet scheinbar irgendwie alle Events und so weiter. Die gerade am Start waren. Aber ist gut, dass man die Bombe auch hört. Thank you.
2, 1, nein, 605. Aber wir kriegen auf jeden Fall einen höheren Rekord. Easy peasy. Tschu! 24 Treffer, na immerhin. 640. Und wie viel Bonus geben wir nochmal? 125. Combo Gott. Krasse Sache. Fruchtfakt, die größte jemals angebaute Wassermelone wog 262 Pfund, das sind 119 Kilogramm. Holy shit. Kriegen wir den nochmal on top? Ach guck mal, die kriegen wir sogar on top. Na nice. Man muss das nicht in einem Rutsch sammeln. Was liegt bei 1000? Gar nichts, oder? Ja, aber irgendwie muss man scheinbar immer das gleiche machen. Ich hätte gerne eine neue Waffe, wobei die Waffe sieht man ja auch gar nicht, ist eigentlich total sinnlos. Die muss man sich nicht unbedingt... nicht... Alter, das war ja fies, da waren zwei Bomben beieinander. Die ist nur der Punkte wegen, die Waffe. Alter, komm schon! Das wird nichts mit einem neuen Rekord hier. Aber ohne neue Waffe wird das sowieso wahrscheinlich nichts. Wir brauchen einen höheren Punkte. Punktescore. Einfach zack, zack. Und die auch noch. Mal zwei. Oh. Auch die Bomben fliegen langsam. Das ist ja voll nervig. Oha, Alter. Ich habe vorhin durch die Bombe durchgeschnitten. Hab sie aber nicht erwischt. Sehr nice. Ja, das war ja peinlich. Meine Güte. 330er Punkte nur. Das war ja gar nichts. Naja. Na, gucken wir mal lieber nicht hin, ne? Peinlich, peinlich. Die zweitbeliebteste Mangosorte, die in Australien angebaut wurde, ist die R2E2. 1000 Früchte zerschneiden. Was haben wir da? Eine Riesenfrucht. Kriegen wir als Power-Up dann eine Riesenfrucht. Ist das dann dauerhaft? Kritisch. Habt ihr gesehen? Einfach weggemacht. Tschung, tschung, tschung. Tschung. Close. Alter, wie viele Bomben sind hier noch? Gibt es noch ein paar Früchte zwischen den Bomben? Naja. Alter! Die Bombe geht einfach auf meinen Maufzeiger. Maufzeiger. Das ist so unfair. Holy shit. Voll der Magnet. Combo Blitz. Ah, wird ja mal schlechter. Aber das wird aber wenigstens besser. Aber das fühlt sich nicht so gut an. Das zweite Level war irgendwie das schönste. Da gab es so richtig schöne Events und alles. Aber gucken wir mal jetzt, wenn wir diese Riesenfrucht haben. Limetten sind frei von fettgesättigten Fettsäuren, Salz und Cholesterin. Also sehr gesund. Verbindung. Macht Früchte größer, dass sie einfach zu treffen sind. Sichert mehr Punkte mit einer Kombo von Riesenfrüchten. Power-Ups. Leer. Sind das einmalige? Ne, das kann ich immer wieder nutzen. Abgezählt 18 Sekunden, Wirkdauer 2,5 Sekunden. Okay. Aha. Quests haben wieder was erledigt. Power-Up ausrüsten. Gehen wir ein Level-Up wieder. Gärtner Darky.
Okay, was geht mit Level 3 jetzt? Nichts, wa? Immer noch genauso wenig wie mit Level 2. Okay, jetzt haben wir diese... Ein neuer Modus! Ah ja, 6 Minuten sind rum. Minispiele-Mix. Okay. Sidescroller, let's go. Bombardement. Zerschneide 5 Ananas. Los. Nice. Auch nur 15 XP. Okay, ist jetzt nicht so viel. Bombenschwarm. Zerschneide 5 Zitronen. Wollen Sie ein paar Zitronen zu Ihren Bomben? Ich habe leider eine Bombe getroffen. Habe ich deswegen verloren? Nee, aber dann war es zu Ende. Wie viele sind hier, bitteschön? Oh, da gibt es eine dicke, fette Belohnung. Fruchtregen. Was stand da? Eine einzige Niederlage und was? Okay, das verstehe ich nicht. Im Vergleich zu vorher war das ja wirklich ein sehr entspanntes Ding. Und dein Fortschritt wird zurückgesetzt. Ist ja unfair. Zerstande 14 Birnen. Ich habe noch 0,3 Sekunden übrig gehabt. Huch! Huch! Eine Bonusrunde! Let's go! Zerschneide 100 Kokosnüsse! Los! Oh, komm schon! Kein Zeitlimit, gib mir 10 XP pro weiterer Kokosnuss. So, was kriegen wir dafür? Was ist das? Ah, das ist eine Box. 9 Stück dafür. Na klar, easy. Blitzschlag, elektrifiziert deine Früchte für zusätzliche Combo-Punkte. Nice, noch ein Power-Up. Ich sag ja, voll easy. Upgrade für 20, ich hab keine. Schön. Bringt mir jetzt nicht so viel. Jetzt haben wir 2 davon. Aber was habe ich denn gerade für Münzen bekommen? Ich habe doch gerade Münzen bekommen. Hä, was für Münzen habe ich denn bekommen? Ich habe doch Münzen bekommen, 11 Stück. Wo sind die hin? Weg. Zen, Punkt der Auswahl. Oh, komm, hier gibt's auch noch. Das habe ich erledigt, okay. Zen ist eigentlich sowas Entspanntes. Okay. Wahrscheinlich gibt es hier keine Bomben. Weil Zen ist eigentlich immer ein relaxtes Game. Kann ich mir zumindest vorstellen. Gibt natürlich entsprechend auch nicht so viele Punkte, ne? Es hat ein entspannteres Spiel. Dafür musst du länger spielen, um zu farmen. Ach verdammt, die eine. Das eine Ding nicht über. Nicht geschnitten. Alles dann voll mit Zitronensaft und. Ja, Kokosschleim. Lecker Kokosnusssaft. Hätte ich ja Bock auf ein schönes Reisgericht mit Kokosmilch und. Oh, geil. Guckst mich auf eine geile Sache. Keine Combo? Hm. 5er Früchte-Kombo. Easy. Ding, ding. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. 197 Punkte. Naja.
Zusätzliche Punkte gibt es wahrscheinlich nicht. Gehe ich von aus, weil es ja keine Events oder ähnliches gab. Reife Pfirsiche schmecken am besten, wenn sie bei Raumtemperatur verzehrt werden. Und ein neues Level up. Level 4. Und hier ein paar Punkte bekommen. Eine Wassermelonenbox kriegen wir hier. Dafür dauert das, wie gesagt, ein bisschen länger. Eine Wasserklinge. Interessant. Also müssen wir die ganze Zeit einfach nur chillig hier spielen. 10 Mal. Noch ein paar Mal. Wir haben hier... Achso, das sind die verschiedenen. Alles klar, verstehe. Riesenwelle gibt es dann noch. Felsklinge und die Kirsche als Hero. Ihr seht diese kleinen Pünktchen darunter. Klassisch ebenfalls mit Punkten. Okay. Wenn wir eine Bombe treffen, ist es vorbei. Dann lass uns das noch machen. Vielleicht kriegen wir gleich noch die erste Belohnung. Aber es gibt 3 Bomben. Ich denke, wir haben 3. Oder sind... Achso, wahrscheinlich dürfen wir es nicht fallen lassen. Lass uns das ausprobieren. Ja, wenn wir fallen lassen, ist auch einmal. Oder halt, wenn wir... Das klassische Fruit Game halt, ne? Wenn du Bomben nicht... Oder wenn du Dinge nicht triffst und sie wieder runterfallen, gibt es einen Punktabzug. Triffst du die Bombe, ist das Game vorbei. Das hätte ich bei einem Arcade tatsächlich erwartet. Dass wir dort eine Strafe bekommen, falls wir... Verdammte Axt! Falls wir da etwas fallen lassen. Aber mit 99 Punkte. Fast die Hälfte. Mangos gehören zur gleichen Familie von Pflanzen wie der Gift-Efeu. Aber dann möchte ich auch lieber den Gift-Efeu essen. Natürlich die Mango. Ah, bei 200 gibt es dann hier 50 Münzen, um unsere Power-Ups aufzunehmen. Fruit Killer von Scott. Fruiter Hero. Ja, das ist wieder Musik. Das ist Copyright-mäßig. Das will ich jetzt nicht abspielen. Ja, meine lieben Freunde. Ich habe Liegen freigeschaltet. Okay, gibt's hier, okay. Standardklinge Kraft 320. Na, lass uns das noch reinkommen. Duell, Match wird gesucht. Match gefunden, Mount Magma gegen Gärtner, ouch. Okay, es geht darum, wer schneller die Früchte zerschnibbelt. Ihr seht, wenn X ist, dann hat er es schon gemacht. Ach guck mal, wir sehen von unten, wo die rauskommen. Verstehe. Gibt es hier auch sowas wie Bomben? Hat er scheinbar gleich schon rausgeholt. Ist halt kein... das ist kein Mensch. Wird von der CPU gesteuert. Hat er angeblich alles schon geschreddert. Ach so, ach nee, verstehe. Die roten sind seine, die kann ich gar nicht kaputt machen. Ich muss auf die blauen warten. Verstehe, jetzt sind wieder rot, jetzt kann ich aber nichts machen. Jetzt sind es weiße, die wir beide kaputt machen können. Verstehe, verstehe. Ach, das ist ja cool. Das macht ja Spaß. Okay, gefällt mir. Der Verzehr von Pflaumen hilft bei der Aufnahme von Eisen im Körper. Oha, voll cool. Weiter, let's go. Hat noch gar nicht so lange gedauert mein Match, aber gerade weil das halt von der CPU gesteuert wird wahrscheinlich, ne? Weil gerade wenn das Match so lange gesucht wird, na okay. Ich denke, das ist tatsächlich CPU gesteuert. Gegen Tendo, hallöchen. Ist doch ein Mensch, wenn er das die triggert oder nicht. Okay, das war seine. Jetzt kommen, wenn weiße sind, dann... Weiße gehören halt uns beiden. Da müssen wir versuchen, das schneller zu nutzen. Guck mal, ich habe auch links diese Power-Ups, ne? Der Gegner hat das Riesenfrucht genutzt. Oder nicht? Ich glaube, es ist abgeklungen bei mir.
Aber coole Musik, oder? Gerade so, so zum Kämpfen. Gefällt mir. Gefällt mir echt gut. Gefällt mir sehr gut. Ich weiß noch nicht, was die Klingenstärke später miteinander zu tun hat. Vielleicht sind die Früchte ein bisschen... Es gibt keinen deutschen Sport, das sich auf Orange reimt. Wo war das? Was SpongeBob? Melange oder irgendwie so? Irgendwie, keine Ahnung. Irgendwo gab es da mal, dass man einen Reim auf Orange finden sollte. Na gut. Ja, mit den Ligen auf jeden Fall macht es Spaß. Deutlich mehr Spaß als die normalen Dinger da. Und wir kriegen hier nochmal ein bisschen Münzen. Naja, Season Pass will ich natürlich nicht holen. Also, okay, die Battle Pass und so. Wir haben auf jeden Fall genügend Geld, um theoretisch jetzt das Ding aufzurüsten. Upp gerade. Jetzt brauchen wir mehr davon. Upgrade dein Power-Up. Wieder Zeug bekommen. Nice. Tägliche Quest, bessere 20 Pflanzen. Kann ich noch nicht, weil... Hab noch keinen hier. Gartenpferd noch. EP Level 7 brauchen wir dafür. Naja. Okay, meine lieben Freunde. Das war's gewesen mit Fruit Ninja 2. Ich danke fürs Zusehen. Ein sehr lustiges, witziges Game. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Fru angespielt. Bis dahin. Ciao.